sagt niemand auf meinem Kanal, gäbe es nicht qualifizierte Informationen. Hier Möhren und Porree. Dazu habe ich heute einen netten Menschen neben mir sitzen. Das ist der Thomas. Nee, der Stefan. Ich hab so ein schlechtes Personengedächtnis. Das ist der Stefan von Michels Bio-Gemüse. Erzähl mir mal, was... Michels Gemüsebau. Michels Gemüsebau. Aber auf jeden Fall Bio. Genau, alles. Erzähl mir mal, wie kommt man so eine Möhre hier? Ja, also, für den Gartenbaubetrieb... Da, bleib stehen. Erzähl mal. Für den Gartenbaubetrieb, ganz klar, bisschen Düngung, nicht zu viel. Die Möhren können gut als letzte Kultur einfach in der Fruchtfolge stehen. Womit düngst du? Hühnermist. Ja. Kriegen wir einen Kooperationsbetrieb, der von uns Futter und Getreide kriegt. Oder haben wir Pellets oder Hornspäne. Was gerade? Pellets? Haarmehlpellets. Haarmehlpellets. Genau, das sind geschrotete Schweineborsten und Federn. Das gemischt Haarmehl- oder Federmehlpellets mit 13-14% Stickstoff. Gut, also, dann fangen wir doch mal der Reihe nach an. Wenn der Acker so im Frühjahr hier liegt, was ist der erste Arbeitsschritt, den du machst? Du läufst da mit dem Flammenwerfer drüber? Nein. Der erste Arbeitsschritt ist erstmal Grubbern, Unkrautbekämpfung. Ja. Dann lockern wir den Boden tief, 40, 45 Zentimeter. Sehr wichtig, dass es gut abgelüftet ist. Nicht wendend. Nicht wendend. Auf den ganzen Betrieb wird keine wendende Bodenbearbeitung durchgeführt. Alles in Dammkultur oder Dämme, Grubbern, Mulchsaat, solche Geschichten, aber nichts pflügend mehr. Gut, dann ist der also grob gelockert. Grob gelockert. Der nächste Schritt. Der nächste Schritt wäre mit der Kreisellegge, wenn das Wetter zulässt, einen flachen Gang. Die Kreisellegge wird bei uns eingestellt, relativ flach, teilweise etwas tiefer, aber wir machen das nicht mehr fräsen, die Dämme, weil wir wollen den Boden nicht so zerschlagen, als wenn er einmal durch den Küchenmixer gegangen ist. Und da haben wir okay. Dann hast du also kein Interesse. Die ist glatt wie ein Kinderpopo. Glatt wie ein Kinderpopo. Nächste Arbeitsschritt ist dann das Dämme aufhäufeln, die Reihen, die man jetzt hier sieht. Ja. Wir haben dafür ein Lenksystem auf dem Schlepper, der fährt alleine, also 2,5 Zentimeter genau, und dann ziehen wir die Dämme auf. Lassen also wir visualisieren das mal, dann haben wir also ein Acker, wo lauter so kleine längliche Häufchen drauf sind. Genau, so gut. Wie man, wenn man in der Reihe hochkommt, okay, guckt. Dann lassen wir den 14 Tage, 3 Wochen immer mindestens liegen, dass das ganze Unkraut, was in jeden Bodenschichten ist, anfängt zu keimen. Und sobald das Wetter dann das zulässt, April, Mai rum, fangen wir an, die Möhren zu legen. Schieben. Wo ist jetzt die thermische Bekämpfung da drin? Die kommt später. Die thermische Bekämpfung kommt nach dem Legen, ja. Kurz bevor die Möhre aufläuft. Man sagt so zwischen 5 bis 8 Tage, dann fängt die Möhre an aufzulaufen und durch die Erde zu stoßen. Und dann muss man ganz kurz vorher thermisch einmal behandeln. Da wird also so ein Gerät mit lauter kleinen Brennern. Genau, richtig Gasbrenner. Vorne ist ein Tank drin mit 450, 500 Litern. Ja. Dann wird vorweggefahren und wird es einmal abgebrannt. Das ist aber je nach Witterung. Dieses Jahr haben wir es nicht gemacht, weil wir mit der Witterung hinkamen. Und die Möhren kamen so schnell direkt nach dem Regen. Sie waren nach 5 Tagen, 6 Tagen gestoßen, die ersten durch. Und dann hat es keinen Sinn. Bis dahin ist kein Unkraut durch. Okay, dann fangen die Möhren an zu wachsen. Du hast gesagt, du benutzt noch Saatgut, ganz normales Saatgut. Kein pelletiertes Saatgut. Es ist kalibriert auf die Größe. Ja. Ich nehme lieber ein bisschen größeres Möhrensaatgut. Ich verspreche mir davon, dass der Aufgang etwas gleichmäßiger ist, schneller kommt. Es gibt das in 1,5 bis 1,8 mm und 1,8 bis 2 mm Größe. Und ich also diese ganzen technischen Feinheiten, die lassen wir mal beiseite. Ich nehme an, da sind so Luft, die werden angesaugt oder so. Genau. Lassen wir das mal beiseite. Das ist wieder ein Thema für den anderen Film. So, dann fangen die Möhren an zu wachsen. Sind dann ungefähr so 1 Zentimeter hoch. Was gibt's dann? Dann setzt du die in den Liegestuhl und wartest, bis die Möhren groß sind. Das wäre das Schönste. Das können wir leider nicht machen. Sobald die Möhren besser gehen als mir. Es ist eine Menge Handarbeit. Wir fangen dann, sobald man die ersten Möhren sieht, an auszukrauten mit den Leuten. Wir arbeiten nicht mit dem Flieger. Bei uns laufen die Leute übers Feld. Also es ist wirklich gebückte Arbeit, entweder gebückt oder auf Knien, dann geht man durch und zieht das Unkraut links und rechts neben der Reihen ab. Wir können an die Reihen, dadurch, dass die Dämme mit dem Lenksystem gezogen wurden, 2 Zentimeter ranhacken von links und rechts, aber alles andere ist reine Handarbeit und muss rausgezogen werden. Gut, jetzt sind Möhren ja nur ziemlich anfällig gegen Schädlinge von unten, von oben, Fliegen, weiß der Geier was. Mäuse. Ich sehe hier kein einziges Netz. Möhren ist untypisch unterm Netz. Also im konventionellen oder im Großanbau werden Möhren so gut wie nie unter Netz gemacht. Ja, kommen hier keine Möhrenfliegen hin. Höchstens fließt im Frühjahr gegen Frost und Verfrühung.
Aber Möhrenfliege ist eine reine Fruchtfolgesache und Standortsache. Die Dithmarschener oder alle, wo sehr viel im Rheinland bei dir, wo sehr viel Möhren angebaut wird, ist das natürlich ein Thema, da kommen die Fliegen. Aber wir haben hier so gut wie keine Last damit, vielleicht 1-2% Ausschuss wegen Möhrenfliege. Okay, jetzt hast du die also einmal das Unkraut gezupft und dann setzt du den Schaukelstuhl. Nein. Auch noch nicht. Auch noch nicht. Wenn wir damit durch sind, geht es direkt nochmal los. Also wenn man einmal durch ist, fängt man hinten wieder an. Man sieht das hier auf der Fläche, es steht noch Melde drinne. Die müssen jetzt das zweite Mal hier durch und die Melde rausziehen. Also noch richtig per Handarbeit. Richtig per Hand, alles per Hand. Jeden Meter, jeder laufende Meter wird abgegangen. Wie lange braucht die Möhre eigentlich, bis er die so groß ist? 80 Kulturtage ungefähr. Bis zum Roden. Es kommt da auf die Sorten an, es gibt auch welche, die sind schneller. So, ja. Jetzt lass mich raten. Wenn die dann erstmal so groß sind, dann geht ihr hin und zupft die alle aus der Erde. Nein. Auch nicht. Ich scheiß gar keine Ahnung. Das ist die einzige Das ist die eine der Kulturen neben Weizen, die wir vollautomatisch, die wird gerodet hin und her. Alles andere ist Handarbeit bei uns. Wird mit der Hand geerntet. Und hier gibt es einen Einreiher hinterm Trecker und dann ernten wir die. Okay. Im Bunker, ganz normal Kisten, Möhrenkisten. Okay, dann habt ihr also einen ganzen LKW, einen ganzen Anhänger voll mit Möhren. Und dann fährst du damit in die nächstgrößere Stadt auf den Markt und nein, wieder nicht. Die gehen an Kunden bei dir ganz in der Nähe. Der kriegt die dann 25 Tonnen immer auf Bestellung, auf Zuruf, werden die gerodet für ihn in Kiste rein und dann just in time gehen die mit dem LKW dann zu ihm runter. Okay. Das Ding ist abgeerntet. Ist keine Möhre mehr drauf. Der nächste Schritt. Nächster Schritt. Einmal begradigen alles, entweder mit dem Grubber. Oder wenn die Spuren schon tief sind und die Witterung es noch zulässt, nicht zu nass ist, fahren wir mit dem Tiefenmeißel nochmal durch und lockern dann sehr tief. 40, 45 Zentimeter, weil der Roder trotz sehr breiter Reifen, wir fahren 800, 900er Reifen und versuchen keine Achslast über 8 Tonnen zu haben bei uns auf dem Betrieb. Aber trotzdem ist es sehr, sehr stark verdichtet und es wird dann, wo der Boden oberhalb fest ist, weg erodieren. Und bei starkem Wind oder so. Und dann lässt du den das ganze Jahr bis im nächsten Frühjahr so? Nein, da wird ein Grünroggen zwischengesät oder teilweise machen wir, ich bin ein Verfechter der Selbstbegrünung. Man lässt einfach das Unkraut kommen, bis zu einer Größe, nicht, dass es sehen kann, sondern einfach die Natur holt sich selber, weil sie hat ja auch ihre Heilmechanismen im Boden und lässt man das selbst begrünen. Und im nächsten Jahr kommt auf dasselbe Stück hier? Hier hinterher wird höchstwahrscheinlich Porree kommen. Ne? Das ist bei uns immer so ein bisschen abhängig. Aber jetzt nochmal Porree hinterher oder Kleegras. Porree, Stichwort. Du hast auch noch Felder mit Porree da hinten. Genau. Können wir uns die auch nochmal angucken? Natürlich. Sag mal, Stefan, heißt das Porree oder Lauch? Was ist der richtige Name dafür? Also, wir sagen immer Porree. Es kommt auch auf die Region an. Manche Anbauer sagen einfach nur Lauch. Was gibt's dazu zu sagen? Ich sehe, also, das sind ja wirklich tiefe Gräben, die ihr hier macht. Wenn die erstmal später aus der Erde sind, wie lang sind die? Wir versuchen so 20, 25 cm Schaftlänge hinzukriegen. Möglichst lang. Also umso länger, desto besser. Ja. Und auch möglichst hohen Weißanteil. Dadurch bauen wir den im Dämmen an. Mir ist es noch nicht ein einziges Mal gelungen, eine Porree-Pflanze ohne Netz groß zu kriegen. Wie schaffst du das hier? Das ist mir völlig unbegreiflich. Ich meine, ich habe also schon oft gehört, dass im Bioanbau Netze benutzt werden. Warum hier nicht? Das liegt an der Region. Wir haben hier 15 Kilometer weiter ungefähr einen einzigen Zwiebelanbauer. Ja. Oder 10 Kilometer weiter. Und sonst haben wir keine Porree-Pflanzen oder Zwiebelgewächse hier in der Region. Und dadurch haben wir auch keine Last mit Minierfraß von der Lauchmotte. Auch diese Pflanzen, die werden jetzt nicht gesät, die lässt du dir kommen? Die lassen wir kommen. Die werden gepflanzt, die kommen aus Holland vorgezogen. Nicht aus dem Gewächshaus, sondern aus dem Freiland. Die werden, sobald der erste Frost weg ist, da gesät, abgedeckt, mit Netzen verfrüht, so früh wie es möglich ist. Die legen die dann hin und gerodet werden die dann und dann müssen die just in time gepflanzt werden. Okay, du hast mir erzählt, ihr habt da so eine Maschine, die Löcher in die Erde stupft und dann wird die Pflanze da reingestellt, angegossen, dann wird die wachsen lassen. Und sukzessive werden die Dämme immer höher gemacht. Genau. Verstehe ich das richtig? Genau. Wir versuchen beim Anfang so tief zu pflanzen, wie es geht. So zwischen 10 und 12 Zentimeter, so da, wo die Jungpflanze gerade ihre Blattachseln hat, reinzupflanzen. Danach wird mit Wasser angegossen, ungefähr 20 Millimeter auf Nektar oder 20 Millimeter auf Quadratmeter wird Wasser gegeben und dann muss sie von alleine weiter wachsen. Weil beim Porree ist die Besonderheit, bei Nacktwurzlern, der muss komplett kreisrund innen drin wieder austreiben. Der ist nicht mit dem Wurzelballen, wenn er kommt. Was? Also ein Nacktwurzler? Ein Nacktwurzler.
Was? Genau. Nacktwurzler. Nacktwurzler. Also da sind noch Wurzeln dran, nur ganz kurze, oder? Ganz kurze. Die werden beim Roden unten fast abgetrennt. Die werden jetzt nicht, wie man es kennt, wenn man Jungpflanzen kauft, irgendwie Blumenkohl oder sonst was, da unten so ein Würfel dran ist, ein Erdpresstopf oder Speedy. Die sind nackt unten. Die müssen komplett noch austreiben. Hergebrachte Methode ist ja, den Porree-Pflanzen die Wurzeln abzuschneiden. Macht das wirklich Sinn? Wenn ich die Pflanze? Kann ich dir nicht sagen. Weiß ich nicht, aber ihr kriegt die auch so gut. Also wir kriegen die, man kann die entweder mit Erde unten dran kriegen, also mit einem Speedy oder mit einem Erdpresstopf oder halt Nacktwurzler. Okay, das ist aber auch eine Preisfrage. Okay, ne? Dann stehen die hier und dann setze ich wieder in den Liegestuhl. Nein. Nein. Nein, das wäre zu einfach, aber schön wär's. Schön wär's. Nein, wir fangen an, wir pflanzen den 5 Tage, 6 Tage danach werden wir das erste Mal schon mal Erde anwerfen, nachdem die das angeregnet wurden. Und dann geht's immer weiter. Und dann bauen wir langsam Schritt für Schritt einen Damm auf. Man muss bei Mäufeln immer ein bisschen aufpassen, dass man nicht weiter als hier. Hier sieht man schon, hier ist zu viel Erde drin. Das ist ein bisschen zu hoch hier, wo wir gerade sind. Der hat wahrscheinlich die Maschine eingestellt. Dass das nicht in die Blattachseln fällt. Weil die Verbraucherin will hier oben keine Erde drin haben, ne? Wenn sie die Stange aufschneidet. Klar. Auch hier musst du dann in mühsamer Handarbeit das Unkraut raussupfen, was du bei dem Aufschütten der Dämme nicht. Zum Teil. Das muss man gucken, ist wesentlich weniger Handarbeit als bei den Möhren das sauber halten. Hier wird einfach durchgegangen, links, rechts, wenn mal eine Melde kommt oder irgendwas anderes, eine Kamille, die wird dann einfach rausgezogen. Aber das meiste kriegt man durch Verschütten einfach immer wieder zu. Vielleicht für den normalen Menschen noch interessant. Nimm mir mal eine ganz normale Fruchtfolge, die hier so auf deinem Betrieb anwendet. Bei uns eine Fruchtfolge wäre Kohl, Möhren, Porree, Getreide dazwischen und hinterher wird dann Kleegas kommen. Kohl als Starkzehrer. Dann kommen die Möhren, die kriegen so gut wie gar nichts. Die kriegen gar nichts bei uns. Dann kommt Lauch, die kriegen wieder eine Portion. Die kriegen eine Portion und dann wird dann das Getreide bei uns kommen. Aber ich bin in der Situation, ich kann mit anderen Biobetrieben Fläche tauschen. Dadurch haben wir sehr, sehr wenig Getreide in der Fruchtfolge. Ich miete die Flächen nur einjährig an für den Gemüsebau und gebe die danach wieder ab. Pass auf. Gib mir einen Tipp für meinen und für viele andere Hobbygärtner. Ich habe 6 Stücke. Gründüngung, Gemüse, Kohlgemüse, Mais, Kartoffeln und ein Versuchsbeet. Nenn mir mal eine Fruchtfolge, in welcher Reihenfolge ich die oder der Hobbygärtner sowas machen könnte. Also ich würde erst anfangen starten mit den Starkzehrern Kohl. Da muss man natürlich ein bisschen gucken. Die Gründüngung ist immer super. Untergraben oder flach einarbeiten. Das nimmt ja jeder anders. Der andere arbeitet mit einem Sauzahn oder sonst was. Dann würde ich mit einem schwächeren Zehrer kommen. Das wäre vielleicht ein Salat, eine Möhre. Und ja gut, die Vorgabe war ja klar. Ich habe nur alles andere als Gemüse, Kohlgemüse und dann diese weiteren Sachen. Also wir haben den Kohl, was kommt dann? Kartoffeln? Kann man machen. Nicht so optimal, Kartoffeln können auch weiter nach hinten, weil hinter Kohl mit den Erntrückständen, die drauf sind, ist ja immer noch relativ viel Energie hinter Kohl. Okay, ich sehe, das ist gar nicht so einfach. War auch nur eine rein rhetorische Frage. Sag mal, wie schwer ist diese ganze Angelegenheit zu erlernen? Ich meine, du bist ja noch relativ jung, du hast diese ganze Geschichte erlernt. Es ist eigentlich nicht schwierig. Ich habe mir damals quasi, bin ja auch ein bisschen quer eingestiegen und man geht hin, kauft sich ein Buch, man liest sich ein. Wichtig ist, dass man wirklich weiß, welche Kulturen passen zueinander, welche kann ich hintereinander, voreinander stellen, kann ich Mais und Möhren oder sonst was, irgendwas kombinieren. Es gibt einfach Pflanzen wegen Nematoden oder sonst was, die mögen sich absolut nicht, da muss man ein bisschen aufpassen. Aber sonst ist alles menschlich. Weißt du was? Ich bin jetzt niggelig. Ich nehme dich nochmal auf, wie du hier Unkraut rauszupfst, damit du mal endlich mal siehst, wie denen geht, die für dich hier schuften. Ich habe das ein ganzes Jahr gemacht. Du hast aber ein ganzes Jahr gemacht? In der Lehre, nein, aber... Für mich machst du das jetzt nochmal. Natürlich. Also, 3 Meter weit, ja? Ja. Okay. Kein Ding. Sind die jetzt schon viel zu groß geworden oder normalerweise wären die jünger gewesen? Die sind am besten so, wenn sie so 10 cm hoch sind oder dann geht's am besten, weil dann reißt man nicht so viel raus. Aber weil wir so viel Arbeitsspitzen hintereinander durch die Witterung gekommen sind mit den Möhren auskrauten, haben wir ganz schön zu tun drin. Ne? Die werden jetzt nächste Woche hier nochmal drin starten und den Rest rausziehen. Jetzt sehe ich ja, ist diese ganze Bioanbau ja nun ziemlich viel manuelle Arbeit. Um wie viel verteuert das jetzt die ganze Geschichte? Oder um wie viel bist du teurer als jemand, der konventionell anbaut? Man kann ungefähr sagen, den doppelten Preis bei allem. Bei Getreide oder sonst was, die Handarbeit, das kommt ganz von Kultur zu Kultur an. Das ist sehr unterschiedlich. Da muss man sehen. Es gibt starke Marktschwankungen im konventionellen Bereich. Im Bio ist das immer ein bisschen abgewegt. Da kann es mal
hoch, runter gehen, aber nicht diese großen Schwankungen wie bei Salat oder so. Der Verbraucher kennt das, wenn er Salat kauft. Erste Oktoberwoche hin und her, auf einmal knallen die dann durch die Decke, weil die französische, italienische Ware noch nicht da ist oder Spanien, wo er gerade wegkommt. Dann schiebt sich das sehr stark. Gut, also ich will dich mal nicht weiter plagen. Du bist ja eigentlich Geschäftsführer hier. Okay, Stefan, die Sonne geht gleich unter. Da ist nicht mehr viel an Filmaufnahmen zu machen. Ich bedanke mich, dass du uns ein paar Einblicke gegeben hast. Wenn ich mich nochmal anmelde, darf ich nochmal wiederkommen? Natürlich. Ja? Jederzeit. Heute war es ein bisschen stressig mit Ernte und allem. Dann kriegst du auch einen Film, der ist etwas professioneller. Welches ist die schönste Jahreszeit für dich? Wenn es Ernten losgeht. Also, wenn es Ernten losgeht. Ich dachte, wenn die Urlaubszeit kommt. Nein, Urlaub ist für mich gar nichts. Ich bin lieber auf dem Feld hin und her oder gehe mal auch mit und schneide dann, sobald das Ernten losgeht, mal rein mit oder sonst was. Oder mach mal, kontrolliere das Tempo von den Leuten oder sonst was. Das macht ziemlich Spaß, mit den Saisonarbeitskräften einfach auf dem Feld zu stehen, bei Wind und Wetter, auch wenn es mal kalt ist, oder dann hinterher eine Tasse Tee oder Kaffee zu trinken im Pausenraum. Ich bin gerne einfach draußen. Bist du überzeugter Biobauer? Absolut. Absolut. Glaubst du, ja, das ist die Zukunft? Ich weiß es nicht hundertprozentig, wo der ganze Weg hinführt, aber was die Großkonzerne oder alleine das Saatgutgeschichte, was da wirklich mal kommt, das weiß keiner. Ich habe immer Angst, wir arbeiten auch mit Hybriden hier. Ja. Ich habe immer Angst davor, dass irgendwann wirklich ein Großkonzern kommt und kauft einfach mal so die Bio-Sorten weg zum Teil oder die Bio vermehrt werden. Und dann könnten wirklich Lücken da stehen. Wenn jetzt bestimmte Firmen oder so wirklich mal übernommen werden von Monsanto oder sonst was, könnte das ganz schön eng werden. Ja, dann fehlen noch einmal Sachen. Okay, aber das ist ein Thema für einen weiteren Film. Oh, wenn ich hier nochmal wiederkommen darf, dann machen wir das nochmal. So, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Weiterempfehlen, Like-Button drücken. Und wenn Sie mal Pori haben möchten, Ihren Hofladen habt ihr nicht, habe ich Nein. gehört. Schade. Wir machen keine Wann richtest du einen ein? Gar nicht. Gar nicht. Ich nehme Bestellungen. Das heißt also, wenn ich jetzt hier in die Gegend komme, dann reise ich mir die einfach aus dem Feld raus. Dann darf man gerne anhalten. Ich mache auch eine Führung für jeden, der interessiert ist. Aber so eine richtige Direktvermarktung machen wir nicht. Ich nehme gerne Bestellungen ab 25 Tonnen an, LKW, chargenweise. Brauchen Sie 25 Tonnen von dem Zeug? Hier, der junge Mann, der verschickt die. Okay, lassen wir das beenden. Ich habe Durst. Lassen wir mal trinken gehen. Machen wir. Also ich kann die Landwirte überhaupt nicht verstehen. Wenn ich den ganzen Tag so sitzen würde, dann das war jetzt ein Scherz. Ich weiß, dass die einen harten Job haben. Jetzt drück mal nochmal auf den Knopf. Genau, dann hört er auf, drück mal wieder drauf. Und nicht, dass du gleich, wenn wir am Ende ankommen, in die Büsche reinfahren, deswegen. Ja, ja. Ja, damit du schon mal weißt, wie es geht. So, jetzt sitzen Sie live mit auf dem Traktor. Das war ja schon immer mal ein lang gehegter Traum von mir. Und ich bedanke mich recht herzlich, dass ich das jemand miterleben darf. Ja.